Paul Pizzerra. Ob er einen ins Leben fährt oder mit Mama berührt, ob er mit Schnodderigkeit die Leute zum Nachdenken bringt oder einfach mit charmant nachdenklichem Schmäh unterhält, er ist eine Nummer, eine große sogar. Wir sind heute zum Weltstarre-Interview mit Paul Pizzerra in der Gamlitzer Weinstube in der Grazer Innenstadt zu Gast. Unabhängig voneinander haben wir gemeint und entschieden, das ist der Platz für ein Gespräch, weil unaufgeregt, bodenständig, originell, eben so wie der Protagonist halt auch. Ganz ehrlich, es erfüllt mich ein bisschen mit Stolz. Ich glaube, dass wir ein bisschen verlernt haben, dass wir Eigenlob ein bisschen huldigen. Und wenn man regelmäßig duschen geht, kann Eigenlob stinken. Und ich finde es einfach gut, dass man sich selber ein bisschen huldigt und eine gute Leistung einfach für sich wertschätzt. Ich glaube, man muss sich selber lieben, damit man einen anderen Menschen lieben kann und keiner will allein sein. Und ich glaube, es ist vollkommen okay, dass du einmal sagst, du, da habe ich abgeliefert, das war gut so und auf das bin ich stolz. Und ich finde, das darf man ruhig ein bisschen sagen. Und wenn es irgendwelche Leute bewegt oder wenn du irgendwelchen Leuten eine gute Zeit bescherst mit deiner Kunst, kann man ruhig sagen, hey, das ist schön und ich freue mich drüber. Also ich glaube, wenn, wie du gesagt hast, Nelly, dass es immer bergauf geht, dann fühlt sich manchmal gerade wie ein Abstieg an. Und das ist tricky für den Kopf. Einfach weil man, natürlich will man immer mehr und jeder ist eitel und jeder hat Befindlichkeiten, das ist einfach so. Und natürlich will man mit der Kunst immer weiter rauf, aber irgendwann musst du halt vor Augen führen, dass du halt in dem Mikrokosmos bist. Ich kann halt nur die Leute erreichen, die mich verstehen sprachlich. Das heißt, ich bin in Bayern, Schweiz und Österreich, funktioniert super. Und ich glaube, dass Erfolg immer eine Mischung aus Leistung und Zufall ist. Und das eine kann ich beeinflussen und fürs andere bin ich wahnsinnig dankbar. Und ich glaube, dass ich einfach mit mir selber auskommen will, ist der größte Erfolg. Und wenn ich mich mag, dann ist das, glaube ich, das höchste Gut, was man so irgendwie als Künstler erreichen kann. Erfolg ist, glaube ich, eine Schwester von Zufriedenheit und darf aber nicht deinen gesamten Selbstwert ausmachen oder einnehmen. Also jeder definiert sich durch seinen Beruf, wenn man Journalist ist, wenn man tolle Kamerafrau ist. Das ist vollkommen legitim, das ist normal, das passt da so. Aber dein Selbstwert muss von dir herkommen. Und das ist, glaube ich, eine ewige Reise, sich selbst lieben zu lernen. Ich kämpfe noch damit, ich kann es noch nicht, aber ich gebe gern alles dafür, dass ich noch hungrig bin und lernen möchte, dass ich mich selber akzeptiere. Und ich glaube, das ist der größte Erfolg, wenn du mit dir selber zufrieden bist. Ich glaube, dass es auch beim Erfolg ganz wichtig ist, dass man seinen Kompetenzradius gut einschätzen kann. Ich bin absolut kein Politiker und kein Zukunftsforscher. Und wenn man mich fragen würde, was machen wir mit den Metallern? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was wir mit den Metallern machen. Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass man hoffnungsvoll, nächstenliebend, angstfrei und positiv versucht, jedem und jeder zu begegnen. Dass man mit einer logischen Herzenswärme sich begegnet und nie aufhören will, dazu zu lernen. Ja, absolut. Ich finde, dass der Lenau-Hügel in der See, Nikolaus Lenau, super Schriftsteller, ich finde, das ist so cool, weil du bist dort wirklich im Epizentrum von Zinken, Drisselwand, Loser, Sandling, Saarstein. Du hast da, bist wirklich umzingelt von den Bergen und das ist so schön. Und du siehst auf dem Dachstein, oder würde ich auch sehr sagen, der Stein. Das siehst du auf dem Stein, sehe ich noch. Und Christi. Christi. Das hat mich schon reißen. Ja.
Stars zum Ausgreifen, genau, ja. Es ist. ich finde, zu 99% sind die Leute total nett. Und was lustig ist, was mir auffällt, ist, wenn ich mit meiner Verlobten unterwegs bin, reden die weniger an. Was total schön ist, weil sie denken, nein, sind jetzt zu zweit. Und das ist irgendwie total nett. Also du merkst irgendwie, dass nein, jetzt fragen wir nicht, wenn du allein bist, und das ist ja voll okay, das ist für was sind wir da? Du musst einen anderen Beruf ausmachen. Das ist aber, lass mich mal, ich möchte allein sein. Ja, Alter, dann zieht dich nicht so an, dass jeder dein Leiberl sieht, dann zieht dich nicht. Ja, ich meine, es ist so Schizophrenie und so, ist ein bisschen so, es ist so lächerlich. Das gehört einfach dazu, du musst was anderes machen. Und ich finde, das ist ein positiver Kollateralschaden. Ich glaube, der Gerd Steinbeck hat das damals halt am besten auf den Punkt gehabt. Ich habe da meine Wurzeln und meine ältesten Freunde am Platz, wo ich mich zurückziehen kann und die Wolken aufziehen, bis die Sonne wieder scheint. Also das ist Heimat ist eine Sicherheit und glaube ich, hängt viel, viel mehr von Personen ab als von Geografie. Also, ich glaube, niemand ist gerne allein und ich weiß einfach, dass wenn ich mich zu meiner Dame zuwiekuscheln darf, dann bin ich daheim. Das ist einfach eine Sicherheit und ein sich fallen lassen können und der Mut dazu, schwach zu sein. Das ist, glaube ich, Heimat. Boah, okay. Auf jeden Fall einmal die Gamlitzer Weinstuben. Ich bin ein totaler Salzkammergut-Fan. Also aus Erland ist einfach großartig. Ja, diese Erhabenheit und diese Demut vor der Natur, spürst du, was du möchtest. Das ist so eine Hochmutsprävention, finde ich. Wenn du merkst, wie groß alles ist und wie klein du bist. Und das ist so ein gesunder Katalysator für dein Hybris-Vermeidung, so auf die Art. Ehrenhausen, Weinbank, Nierfaller, Grüner See natürlich, bin ja sehr, sehr oft, taugt mir einfach, Deichholm liebe ich, heiß und innig, Bärenschutz klar, wenn es wieder offen ist. Ich habe keine dafür, ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich an Thomas Spitzer als Freund bezeichnen darf, ich bin wahnsinnig dankbar, dass Gerd Steinbecker vor 3 Tagen vor mir gespielt hat. Also, wenn man das vor 10 Jahren weggesagt hat, unmöglich, ja. Und ich finde es halt wichtig, dass man nicht die Asche aufbewahrt, sondern das Feuer weiterträgt. Wenn es steirische Chick gibt, auf jeden Fall Zigaretten, dann eine Gitarre vom Hammer und schöne Apportagen, die wenn es ein einsam ist. Würde ich einem Blinden die Steiermark erklären? Wahrscheinlich würde ich ihn etwas wahnsinnig ästhetisch Schönes angreifen lassen und dann würde ich sagen, und jetzt mal sein. Ganz ehrlich, das Erste, was ich denke, ist der gemischte Salat in der Gamlitzer. Ich finde, das ist der beste gemischte Salat, den du in Graz essen kannst. Bei meiner Mutter natürlich. Ich bin ein Mama-Bur. Meine Mutter hat mir immer gesagt, wurscht, was du werden willst, Schule machst fertig. Und dann, also sie hat mir immer das Gefühl gegeben, dass ich okay bin.